Willkommen zurück in Grand Arena. Und ich hatte jetzt bei meinem ersten Match, bevor ich jetzt die Episode gestartet habe, richtig spannende drei Runden gehabt. Und deswegen dachte ich, jetzt wird es doch mal wieder Zeit, Arena anzuwerfen und aufzunehmen. Zwei Niederlagen habe ich schon. Das ist jetzt mein dritter Kampf. 9 Siege muss man erringen, damit man Arena geschafft hat. Und ich habe das vor, aber es ist nicht so einfach. Aber es macht einen Heidenspaß. Das Geile an Arena ist, finde ich, einfach, dass man alle Karten zur Auswahl hat. Was ich halt einfach sehr, sehr feiere. Weil wir dadurch halt eben auch die Karten insgesamt besser kennenlernen. Ja, das passt perfekt zusammen. Ist auch schön. Ist halt cool, dass wenn die Gegner eben animierte Karten haben, dass man sie sich halt eben einfach angucken kann auch. Und es nicht so ist, als ob man sich, wenn ein Gegner animierte Karten hat, die man nicht animiert hat, dann nur die starre Version sieht. Hat nur 3 Punkte, ist sehr wahrscheinlich, dass sie gleich wegpustet. Es sei denn, er geht auf Dominanz, könnte sein. Dadurch, dass wir Arena spielen, gemischtes Deck. Weil er gleich mal diesen Startbonus genutzt hat. Erstzugsbonus. Man bekommt dann eine Karte, mit der man dann eine Einheit verdoppeln kann. Oh, Skellige. Und dann kommt er mir, wenn es dumm läuft, mit Schiffchen um die Ecke. Das ist mitunter ziemlich nervig. Viele Schiffseinheiten dann mit jedem Zug, den ich mache, eingreifen. Aber wir sind gut unterwegs. Verbrennen könnte man die eigentlich direkt wegpusten, aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Bären brauchen wir jetzt erstmal nicht weg. Wir stapeln jetzt mal. Und es war dumm. Die Karten, die Einheit hier, die verbessert sich von alleine, wenn sie in einer Reihe alleine ist. Da ich das Anna Strenger daneben gepackt habe, war das nicht so gut. Wobei sie jetzt auch blockiert worden ist. Merken wir sie aus. Führt auch dazu, dass er sich jetzt trotzdem zweimal überlegt, ob er eine Karte in die Nahkampfreihe setzt, die Nahkampfreihe erforderlich macht oder hat, um anzugreifen oder um auch bestimmte Befehle zu wirken. Wandergrift. Mensch, Ritter. Er wiegt sich ja jetzt noch in im Sieg. Man fast glauben, weil das sieht erstmal schlecht aus, aber dadurch, dass ich hier Verbrennen habe, zerstört die stärksten Einheiten. Kann man gleich mal 11 bei ihm abziehen. Die heben wir uns noch schön lange auf. Eifer brauchen wir aktuell nicht. Ich spiele die Nekrophagen schön als Lockvogel in die Nahkampfreihe. Todeswunsch bedeutet danach bitte einfach direkt eine Kopie ausgespielt. Wenn sie erledigt wird, kommt sie quasi wieder. Wenn ich welche im Deck hätte. Aber in dem Fall ist es tatsächlich nur der Lockvogel. In meinem Todesdeck sieht es anders aus. Da opfere ich sie oftmals gerne. Und das habe ich mir erhofft, dass er sie trotzdem jetzt rausballert, weil jetzt verbessert sie sich wieder von alleine. Ich kann ohnehin keine 8 Tribut ansammeln. Du tust mir einen Gefallen, dann tue ich dir nichts. Die hier lassen wir schön darben, weil die sind nach 2 Runden sind die eh weg.
Das ist aber schön, wenn man Gegner schön die Energie entzogen wird. Unschön ist, dass wir jetzt meine wachsende Karte erledigt hat. Da wollte ich mich eigentlich gerade drauf besinnen. Aber gut. Ich werde ihm jetzt relativ früh noch die 13 wegballern, es sei denn, er packt jetzt noch etwas aus, was mich glauben lässt, es wäre besser zu passen. Also wir demoralisieren jetzt. Schlimmeres, als wenn man so hohe Karten hat. Aber alles ab 7 plus, ab 8 plus ist heikel. Weil es ja die gute alte Geralt-Karte gibt, die jede Karte zerstören kann, die mindestens 8 Stärke hat. Egal wie hoch, kann auch 9999 Stärke sein. Deswegen finde ich es immer spannend, wenn ich eine Karte habe und habe sie höher als 8. Ja, das hat ihn offensichtlich demoralisiert. Das er kaut jetzt gerade dran und überlegt, ob er jetzt wirklich noch ausspielen soll. Wäre. Brokilon! Ja, nicht schlecht gewesen, wenn er gepasst hätte. Er hätte einen Kartenvorteil holen können, aber er glaubt noch, er siegt. Dann denke ich, er könnte vielleicht noch was Dickes auf der Hand haben. Anführerfähigkeit hat er schon gewirkt. Deaktivieren des Anführers. Ist eigentlich auch ein schlechter Usurpator. Das ist auch eine ziemlich geile Karte. Ja, ein weiterer Tag auf der Straße. Na super, die gleiche Karte wiederbekommen. Pure Zufall. Schön ist jetzt er am Zug. Ich kann immer noch sehen, was er jetzt macht. Die verdammten drei Ladungen. Das ist ätzend. Da kann ich jetzt, wenn ich jetzt zwei Züge noch in Betracht ziehe, schon mal 6 abziehen, wobei. Die Ladungen werden nicht mehr aufgeladen. Das heißt, es sei denn, er hat noch einen Zauberspruch oder ein Artefakt, dass das tut. Ist aber relativ selten. Ich glaube nicht, dass es im Deck hat. 8 Schaden. So, das war die Geralt-Version. Jetzt. Jetzt könnte ich mich zurückziehen. Das ist 3, 5, 7, 11, 7. Würde es stehen. Ich weiß aber nicht, was diese Karte macht. Ob die mir Schaden zufügt oder nicht. Okay, egal. Leute, ich gehe auf Risiko. Besprechen wir das später. Ah, 3 Schaden gemacht. Schade. Schade, schade, schade. Aber es hätte auch ohne den Schaden hätte es nicht mehr gereicht, jetzt mit den 4, die er draufgepackt hat. Okay. Okay. Ja, Tibor gebracht, super. Ist auch gut, weil es blockt und 5 Punkte gibt. Karten ausgleichen. Weil für ihn ist es auch egal, die zweite Runde. Ist jetzt echt Schild drauf. Das ist halt echt dumm. Ich brauche sogar 2 Karten, ey. Das ist echt mies.
Der Schaden wird hier nicht durchkommen. Meine Zeit ist kostbar. Das ist echt egal. Was kann ich für dich tun? Das hatte sogar Kartenvorteil. Sehr unschön. Unschöne Situation. 8 Schaden ist halt echt. Ja, gedeihen. Aber er hat 4. Er steigert sich ja nur, wenn höherwertige Karten gelegt werden. Das ist immer schön, wenn man nie weiß, ob es auch eine Falle ist. Gleich umliegen. Zeit für einen Kampf! Das wird interessant. Punktetechnisch halt Tibor ergebracht, könnte halt reichen. Aber der eine Kartenvorteil, der macht mich halt schon nervös. So, die Achter. Beckers Felsus. Ich hoffe halt, dass er keinen Geralt auf der Hand hat. Ich habe mal mit einem Schlag 3 niedergestreckt. Lang lebe der Kaiser! Ich glaube, dass sie nur 4 hat. Gib der Liebe eine Chance. Das Spell von Hagel. Die oberste Karte in beiden Decks, dann behalte die eine und gib die andere deinem Gegner. Cool. So, das war's jetzt. Er hat aber noch 2 Karten. Er kann noch gut Schaden machen. Wenn ich hier Schaden mache, werden die nochmal verbessert um 1. Also es wird interessant werden. Aber wir haben hier noch die Befehlsfertigkeit. So. Surprise, surprise. 27-12. Ja, gucken wir mal. Da muss ja noch einiges aufholen jetzt. Götter sind mit uns. Ja, sieht gut aus. Das war ein schönes Match. 5, 14, 8, 12, 25, 19. Da war wirklich auch so, dass es gibt verschiedene Konstellationen, die man am Ende des Ergebnisbildschirmes sehen kann, erkennen kann, was für eine Art Kampf das war. Und das war wirklich ausgelegt auf die 3 Runden. Ich feiere Gwent. Also ich merke auch, je mehr ich natürlich spiele, umso mehr verinnerliche ich einfach das Spiel und seine Taktiken. Und ja, das war eine kurze Arena-Episode. Wir gehen jetzt mal raus und spielen mal jetzt noch ein klassisches, aber ein Ranglistenspiel mit meinem Bestien-Deck, das jetzt auch nach und nach immer besser wird. Jetzt auch mal spannend von Arena ins Klassische zu wechseln. Wenn ich das Gefühl habe, dass sich das die Art und Weise des Gegeneinanderspielens fühlt sich anders an. Nicht nur wegen den Karten.
Dominanz. Genau, wir brauchen noch was Kleines. Wie so ein Ausrennen. Aber schön ist das hier, Kombination aus Greif und Harp hier. Und Greif ist so, da zerstört die Einheit in einer Reihe, in der er abgelegt wird. Also er braucht eine, die kann man aussuchen. Wenn man das tut, dann bleibt sie. Kann man das nicht erfüllen, wird die Greifenkarte zerstört. Das ist das beste Deck für die, ist super interessant, weil viel ausgelegt ist auf Todeswunsch. Oder auf das Verzehren von Einheiten. Können wir gleich mal so starten, wenn er einen Geralt hat. Hat es mich spüren lassen. Ja, und das ist jetzt halt eine wunderbare Kombination. Harpien-Ei hat nur 3 Stärkepunkte. Also Greif kommt rein, frisst das Harpien-Ei und die Harpie kommt entsprechend dabei raus. Super Konstellation. Ich verdopple noch nicht über den taktischen Vorteil. Ich warte noch, ob er irgendeine Zerstöre 8 plus Karten Karte hat. Oh, jetzt reicht's! Kommt noch gleich mal mit dem Schild. 100% Schadensregion, das ist schon. Schild ist schon mächtig. Ich habe keine Dominanz. Das ist doof. Viele so Blutungsdots sind im Moment besonders nervenzehrend, weil es halt auch assi ist zu sehen, wie die Karte nach und nach ausblutet. Weil über Vitalität kann man diesen Effekt negieren, aber es ist trotzdem unschön. So, eine Runde noch, dann haben wir Dominanz. Schon aufgegeben. Perfekt. Weil die habe ich in der nächsten Runde nicht mehr. Deswegen ist es gut, sie jetzt einfach zu verwenden. Und welche schmeißen wir raus? Schön ist, mittlerweile kenne ich die Karten in meinem Deck. Ich brauche nicht nochmal drüber gehen. So, 10 Karten. 10 zu 8 Karten. Dumm ist, wenn er so eine Witcher-Karte hat, Geralt-Karte, dann bringt auch das Schild nichts. Wird direkt zerpflügt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Dann sehen wir auch gleich, woran wir sind. Und ich kann da unter Umständen passen, bevor ich dann schon die Klopperkarten rausgeballert habe. Der Eisriese wirkt zwar mächtig, weil er mit 7 Grundstärke rausgeht, aber im Grunde genommen ist er einfach nur da, um relativ schnell Dominanz aufzubauen. Die haben jetzt zum Beispiel, können hier zum Beispiel den Wille Jagdreiter nutzen. Durch die Dominanz, die wir haben, mit der Kopie rausgepackt. So, ich hätte Gedeihen vorlegen sollen, wobei. Es ist nie 100% gesagt, dass es wirklich besser ist. Man weiß es nie. Bist du sicher?
Das eigene, die Art des eigenen Verhaltens beeinflusst ja auch die Art des gegnerischen Verhaltens. Er sieht zwar gut aus, aber es heißt nichts. Er hat 3 Karten mehr. Differenz ist 10, also er bräuchte im Grunde genommen nur 3,3 ein paar zerquetschte Schnitt mehr und er hat jetzt schon 22. Also. Und hier noch die Befehlskarte, was auch gefährlich wird. Das wird jetzt echt gefährlich. Na, prächtig. Ah, ziehe ich gerade die Einzelkarte. Die ganze Zeit hatte ich keine Einzelkarten. Na, ich gehe auf alles. Weil selbst wenn er die Runde gewinnt, wenn ich wirklich alles jetzt auspacke, was auch möglich ist, muss er halt auch entsprechend mehr Karten aufwenden, um das zu kompensieren. Und ich will jetzt die Karten wieder ausleihen. Jetzt abhängig davon, was er die nächsten 1-2 Züge legt, werde ich dann passen oder eben nicht. Es kommt darauf an, wie stark er jetzt die Differenz beeinflusst. Weil mein Ziel ist jetzt in die dritte Runde mit halbwegs ausgeglichenen Karten anzutreten und da hat er jetzt relativ viel gemacht. Ist nur noch 1 Unterschied. So, ein bisschen lassen wir noch ackern. Ich hoffe, er hat nichts mit hoher Stärke, was jetzt direkt rauslegt und mich schon übertrumpft. Denn dann würde ich jetzt, gerne passen, hätte es aber gerne, dass er jetzt noch 2 Karten rauslegt, dass es zumindest zu einem 3-2 Verhältnis kommt oder zumindest 1 plus. Okay, zu arg verbessert, aber trotzdem, das hat jetzt auch viel gebracht. Das war jetzt schon auch eine Karte, die auch in der dritten Runde jetzt bei ihm fehlen wird. Okay. Bete jetzt gute Karten zu kommen. Immunität ist immer gut. Ist auch sehr nervig, wenn man auf der anderen Seite der Immunität sitzt. Unsere Brüder in den Tälern brauchen uns. Er ist halt gut auf die Zwerge abgestimmt. Ich hoffe, er hat nicht allzu viele Angriffskarten. Ah, sieht schlecht aus. Die ist gut abgestimmt. Schönes Goyatel-Zwergendeck. Du würdest einen guten Sklaven abgeben. Ich
Ja, also im Grunde genommen hat er das Ding. Ist jetzt eigentlich keine Konstellation, die jetzt die Differenz plus die Differenz auf an Karten wettmachen will. Aber es war auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Also. Aber ich freue mich schon, wenn ich dann auch mein Kartendeck noch weiter ausbauen kann. Einige Fässer habe ich schon geöffnet, auch wieder bekommen, eben auch neue Karten. Aber man muss jetzt dann, ich muss jetzt langsam tarieren. Und das dauert eine gute Weile noch. Ah, schade. Ich kann zwar um 3 verbessern, aber er hat hier eine schöne Kette an Verbesserungen. Quasi passiv. Indem die Verbesserungen procken, wenn Verbündeter zukommt oder wenn ein Zwerg ausgespielt wird. Einfach sehr, sehr geil. Wie die Zwerge sich hier in Quantität verbessern. Sehr gutes Spiel gewesen. Ja, dann können wir passen. Da wollen wir das jetzt nicht ausspielen. Das ist offensichtlich. Aber wunderbar, das gefällt mir. Scoia'tael spiele ich auch gerne. Und so ein massives Verbesserungsdeck, das macht auch schon gut was aus. Wenn man schaut, was er hier an Punkten gesammelt hat, dann ist das schon beeindruckend. Na, er spielt sie noch aus. Ah, wunderbar, 19, 14, 30, 36. Genau das Gegenteil von dem, was wir eben jetzt in der Arena gesehen hatten, wo wir wirklich niedrige Zahlenwerte hatten und dann das Finale dann auch wirklich in der letzten Runde dann stattgefunden hat. Hier haben wir uns das halt hier genau in der Mitte halt schon das Battle gegeben. Da hätte ich vielleicht früher passen sollen, aber schwer zu sagen. Auf jeden Fall war das jetzt auch wieder eine gute Session und ja, Gwent ist einfach nur geil. Ich kann es jedem nur empfehlen, Free-to-Play Leute auf dem PC oder auf den Konsolen. Holt's euch. Bis zum nächsten Mal.